Doc's Diner. Okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Was taten Sie hier? Hatten Sie Dienst? Nein, ich war nur zufällig hier, als der Mord geschah. Ich komme oft nach der Arbeit hierher. Kate's Café ist der beste in ganz East End. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Ist die Leiche noch da? Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber ist ein prima Kerl. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Damals wussten wir noch gar nichts. Wir fanden bloß, dass es kalt war. Hätte ich es gewusst, wäre ich in der Nacht sicher im Bett geblieben und wäre erst wieder rausgekommen, wenn alles vorbei gewesen wäre. Aber da liegt der Haken. Wüssten wir bereits im Voraus, was passiert, würden wir nie mehr das Haus verlassen. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Bist du aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen.
Meine Kollegin wird ihre Aussage bald aufnehmen. Dürfte nicht mehr lang dauern. Danke. Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Seltsam, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Martin sagt, der Typ saß hier. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihm jemand Böses wollen würde. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben, denn ich sah ihn noch nicht mal weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig
Oder er war nicht allein. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüberliefen. Geht in Ordnung, Carla. Mensch, gehen wir, Carla. Ich kann kaum noch die Augen aufhalten. Ich will mich noch mal umsehen. Wir haben die Mordwaffe noch nicht. Sie könnte irgendwo versteckt sein. Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzens. Scheinen Messerwunden zu sein. An dem Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Schon mal daran gedacht, Klempner zu werden, Carla? Schon mal dran gedacht, Komiker zu werden, Tyler? Nun, man hat mir schon oft gesagt, ich sei witzig. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaube ich kaum. Ah, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Hey Garrett, Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wachhalten würde. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich hab soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir's. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Guten Abend. Oh, hallo Püppchen. Was kann ich für dich tun?
In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen hab? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Verdammt kalt, ne? Aber zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. Willst du einen Schluck? Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Der Mörder ist vielleicht mit dem Taxi gekommen oder geflüchtet. Ich werde die Fahrten überprüfen, die hierher oder von hier weggingen.